So, hallo, wir machen weiter. Beim letzten Part dieser Aufnahmesession, das heißt, sollte es danach wieder ein oder zwei Tage keinen Part geben, habe ich es nicht rechtzeitig geschafft aufzunehmen. Aber bis hierhin habe ich sozusagen jetzt aufgenommen. Ja, das letzte Mal haben wir die Mission beendet, diese Mission beendet, Rückeroberung Hyrules. Haben alles gefunden, sehr schön. Und zwei neue Missionen bekommen. Einmal die hier unten. Rückeroberung von Hyrule. Da werden wir gleich hingehen. Die sieht böse aus, was hier die Gegner angeht. Und, das mache ich jetzt als erstes, Juwelenjagd. Keine Heil-Items, Zeitlimit, kein Einsatz von tragbaren Items. Also, ich bin sehr gespannt. Die Belohnung sieht halt sehr cool aus, ne? Gehen wir mal rein und gucken, was da los ist. Krog gibt's nicht, also einfach rein und verprügeln, was uns in den Weg kommt. Ich bin gespannt, wie die läuft. Diese Mission. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht kommen ja auch nach den Missionen nochmal neue Missionen. Das kann natürlich sein. Aber im Moment sind es zwei Missionen. Und dann kommt schon die Versiegelung der Verheerung. Und das wird wohl das Finale sein, würde ich jetzt mal vermuten. Alleine schon auch deswegen, weil man Link dort nicht abwählen kann. Also man muss dort mit Link spielen. Es spielt auf jeden Fall in Schloss Hyrule. Es sieht mega nach Finale aus. Ich bin sehr gespannt. Ach so. Ach, das ist einfach so ein Kampf. Okay. 12 Minuten für zwei lächerliche Ibarok. Was heißt, ich kann keine tragbaren? Heißt es die hier? Ne, die gehen. Ah, keine Zauberstäbe gehen. Okay, ja gut, die brauche ich auch nicht. Wer braucht denn schon Zauberstäbe? Aua. Dauert dann halt ein bisschen, bis die besiegt sind, weil ich die Zauberstäbe nicht einsetzen kann. Ne? Und sonst sozusagen ja über die Zauberstäbe so ein bisschen das beschleunigen kann, die zu besiegen. Aber mit Attackenhagel kommt mir ja auch ganz gut hin. Und mit sowas hier. Hui! Oh, der erste ist gleich down. Da kommt doch schon der zweite. Geh mal kurz zu dem anderen. Genau deswegen. Yes! Dann kann ich dir nämlich auch schnell mal aufräumen. Oh, und den anderen habe ich erwischt schon, oder wie? Jawohl, und jetzt ist der nächste aufgetaucht, ein Zorn-Magmarok. Oh, und jetzt hat es aber dadurch, dass ich gelevelt habe, hat es mir das A aufgeladen. Das ist ja super stabil. Das war jetzt purer Zufall, dadurch, dass ich gelevelt habe. Aber sehr praktisch, das macht den Kampf jetzt so viel einfacher. Also nicht einfacher, aber schneller. Das macht den Kampf so viel schneller. Weil jetzt kann ich hier einfach reingehen und den so wegzünden. Das hätte gar nicht besser laufen können. Das war's. Das war's. Richtig easy. Okay. Schöne Mission. Vor allem, wenn man zwischendurch levelt.
Das war sehr praktisch. So, nichts Spannendes dabei. Okay, Startwert 50, klingt gut. Und da sind meine Juwelen. Und ein Diamantstirnband. Ja gut, kann man auch tragen. Gut, das war die Mission. Habe ich länger erwartet. Aber da ich nicht wusste, dass es nur so ein Arenenkampf ist, so geht es natürlich etwas schneller. Finde ich gut. Ah ja. Ah ja. Ja, so viel zu, es ist nur eine Mission bis zum nächsten Abschnitt. Da kamen zwei Missionen dazu. Einmal der Zorn der Gerudo und einmal die Mission der Zora. Ach, kriegen wir jetzt noch für jeden... Ah, wir kriegen für jedes Charakterpaar, also Nebencharakterpaar wie Mipha und Sidon, kriegen wir nochmal zwei Missionen. Das heißt, wenn ich das hier spiele, kommen wahrscheinlich auch nochmal zwei Missionen dazu. Okay. Aber dann jetzt erstmal Rückeroberung von Hyrule. Ohne Grog, Zeitlimit, wahrscheinlich einfach verprügeln. Verprügeln, 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 verprügeln. Genau mein Ding. Ohne Suchen, einfach durch. Mal gucken, ob ich geschickt vorgehen kann. Ich habe 4 Leute. Ich kann also 3 Leute immer irgendwo hinschicken. Vielleicht kann ich geschickt vorgehen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So. Ab dafür. 15. Ja, das ist genau, was ich gemeint habe. Zelda ist hier. Zelda geht hier hin. Impa ist hier, die kann direkt hier hingehen. Wurm ist hier, der kann direkt hier hingehen. Minuten für 4 Vorposten? Wirklich? Moin. Das ist auch noch so ein lächerlicher Vorposten. Da ist nicht mal ein schwieriger Gegner drin. Was ist das denn? Okay. Ach so. Ich hab nichts gesagt. Es taucht dann zumindest ein etwas schwierigerer Gegner auf. Nicht schwieriger, aber einer, der etwas länger dauert. So muss ich es ausdrücken. So. Das sollte reichen. Stürz ein. Wir gehen drauf. Und dann einmal Schnellangriff und das war's. Sehr schön. Nummer 1 ist down. Zelda, mach weiter. Wen kriegt Zelda? Man weiß es nicht. Zelda geht jetzt erst nochmal raus und sammelt ihr A. So ein Ding ist das. Das habe ich ein bisschen verpeilt, wenn ich die da hinschicke. Dann leveln die auf dem Weg dahin natürlich noch nicht.
So, jetzt hat sie ja. Ah, jetzt können wir wieder rein. Ein Wächter, süß. Nun gut. Ich werde Hyrule beschützen. Ach, wie putzig. So, Impa. Impa, jawohl. So, jetzt ist Link auch bei Impa, auch in Ordnung. Link hat sogar noch ein A, ne? Link müsste noch ein A offen haben. Ja, und dann kann auch Link weitermachen. Dann kann auch Link hier aufräumen. Ja, easy. Schön, Kakül. Mochte ich weg. Ui. Und tschüss. So, Roam. It's your turn. Ein silberner Leune. Achso, die anderen Vorposten wurden wieder erobert, okay. Ein Blitz-Hinox? Oh, okay, ist noch nicht zu Ende. Ich verstehe. Aus dem Weg! Wie dreist! Jawohl, so sehe ich das auch. Wie kann der nur hier auftauchen? Oha. Der wird ein bisschen dauern. Na gut. Das Ärgerliche ist natürlich, Link ist gegen die Dinger halt deutlich effektiver, weil er mit seinem wunderschönen Schild in die Augen schießen kann. Schild wahrscheinlich. Bogen natürlich. Weil er mit seinem tollen Bogen in die Augen schießen kann. Aua, aua, aua. Wie unvorsichtig. Wusch! Na gut, aber der ist auch gleich down. Alles gut. Derweil können ja schon mal... Ja, okay, Zelda ist halt eh schon bei den Blitzleunen. Aber dann kann Link da auch schon mal hinwuseln. Link. Wusel mal zu Zelda. Impa. Wusel mal zu Zelda. Danke. Aua. So nicht! Aua. Noch ist es nicht vorbei. Nee, absolut nicht. Nicht mitbekommen. Aua. Ist doch gut jetzt. Mich besiegen? So nicht! Es dauert halt einfach jetzt ewig. Das ist das einzige Nervige. So nicht. Ich krieg auch keine Attackenhabe mehr raus. Hab nichts gesagt. Hab gar nichts gesagt. Sehr gut. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja, moin. Zack. Ich mag seinen Finishing Move, der ist richtig cool. So, das war die Nummer. Dann kann Roam jetzt auch darunter rennen. Aber vorher levelt er sein A hoch. Können wir noch ein
A hochleveln, wenn das so viele Gegner eh sind. Aua. Bis wir unten sind, haben wir nochmal eine A hochgelevelt. Das ist okay. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Genau. Nice, zweites A. Kriegen wir noch ein drittes A raus? Nee, ich glaube nicht. Sind ja schon da. Oh, da kommt einfach angerannt. Ja, moin. Link haut auch mit drauf, so muss das. Aus meinen Augen. Link! Falsche Richtung. Wo ist er denn? Aus dem Weg. Läuft einfach weg. Ich wollte, dass du da stehen bleibst und das nächste A machst. Ich mach mit dir das A und dann macht Link. Das sollte reichen. Link! Nämlich den Schnellangriff. So ein Ding ist das. Das ist Arbeitsteilung. Par excellence. Ihr seid schon wieder weggerannt. Was ist mit dir, Roam? Ach so, weil du da... Ach so. Bleibst schön hier. Da haut der einfach ab, ne? So, komm, Roam. Hier. Aus meinen Augen. Und wieder zu Link. Link! Wieso hat's den jetzt eigentlich nicht? Hä? Der mich doch gerade wie... Okay. Das hat irgendwie nicht hingehauen, egal. So geht's auch. Interessiert keine Sau mehr, was hier los ist. Adieu. So, zurück. Vorposten erobern. Link! Das war's. Sehr schön. Lange Mission, aber ganz cool. EP beim Kombinieren, yes. Sehr gut. Attackentechnisch kann es ganz gut sein. Okay. Dann gehen wir jetzt schnell in die Schmiede. Schmiede. Kombinieren mal, was das Zeug hält. Da ist ein bisschen was. Bei Zelda hatten wir auch eine wichtige Dings dabei gehabt. Dann passt die Geschichte. Jetzt kommen wahrscheinlich hier auch die zwei Missionen dazu. Vier neue Missionen! Oh, ich habe übrigens das letzte Mal vergessen, hier zu kaufen. Das war auch ganz dumm. Ich muss ja immer den Maxidurian kaufen. Fünf Stück brauche ich immer jeweils. Bis da unten das Ding hier geht. Aber fünf neue Missionen! Schritte des Giganten. Okay, klingt nach relativ schnellem Kampf. Oh, da gibt es sogar fünf Maxidurian. Deswegen ist es auch angezeigt. Dann ist das hier aufgetaucht. Da, genau, das ist das, was ich meinte. Das ist die Mission für Daruk und Yonova.
Dann ist wahrscheinlich eine Mission noch aufgetaucht für Riju und Dings. Ah, und für die Orni, genau. Zorn der Gerudo. Disziplin der Orni. Mission der Zora. Und das sind die Goronen. Gemeinschaft der Goronen. Alles ohne Crocs. Ganz wichtig, alles ohne Crocs. Also das sind die vier und dann ist noch irgendwas aufgetaucht, oder? Da habe ich mich verguckt. Da ist noch was. Gebrüll der wilden Leunen. Ach du. Aber das sind bestimmt auch einfach so Arenenkämpfe. Wenn ich das so sehe. Keine Highlight-Zeitlimit, kein Einsatz von tragbaren Items. Das klingt genauso wie der Arenenkampf da oben. Also das sollte machbar sein. So. Hier wollte ich gar nicht hin, sondern hier wollte ich hin. Dann kombinieren wir mal ganz fix das Masterschwert mit dem, was wir gerade bekommen haben. Irgendeins ist zum gut kombinieren gedacht gewesen. Ich nehme jetzt mal die vier hier vorne sowieso und dann ist noch eins zum gut kombinieren gewesen. Da. Es sieht halt auch vom Balken her, es macht halt schon kaum noch was aus, ne? Aber es ist halt trotzdem natürlich besser. Ja. Zack. So. Prima. Sehr gut. Dann hatte Zelda noch was zum Kombinieren gehabt. Genau, die hier. Dann nehmen wir eh alle rein. Und ansonsten kann man sowieso auch alles mitnehmen. Das ist also auch in Ordnung. Zack. Zum Verkaufen war, glaube ich, nichts weiter. Dann gehen wir nochmal kurz die Waffen durch. Also bei Link müssen wir nichts durchgehen, das ist klar. Bei Impa, die hatte dieses 50er-Ding. Wenn ich jetzt mit dem 50er starte, lande ich dann über 89 oder nicht? 87. Nee, das erscheint mir nicht sinnvoll. Wobei, warte, Stufe 17, 87. Das ist jetzt Stufe 15 und 89, oder? Ja, nee, dann ist es schlechter. Mach mal nicht. Schlechter Ding. Das hier ist der Kampf. Und dann rüsten wir es so rum aus. Genau. Dann leveln wir hier einfach einmal durch. Ist in Ordnung. Gut. Miva. Das wird auf jeden Fall nicht stärker sein. Das kann ich einfach. Könnte ich einfach durchleveln, aber wir lassen es erstmal ganz sein. Da ist im Moment nichts, was wir tun müssten. Daruk hatte auch was bekommen. Aber das klingt jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass die 39. Außerdem ist es nicht der Bergspalter. Nee. Das leveln wir einfach raus. Urbosa ist auch nichts neu. Maronus interessiert mich überhaupt nicht. Theba hat einen 50er Bogen. Stufe 11,70 anstatt Stufe 11,75. Nope. Nein. Das machen wir nicht. Dann leveln wir in die Richtung. So. Ryu. Ach, da ist nichts weiter, was wir tun können. Yunobo. Ah, erhöhter Verkaufswert. Das schmeißen wir mal fix raus. Habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du? Scheiße. Hätte ich jetzt fast, na gut, ich meine, haut es jetzt auch nicht rum, die 191, ne? Aber kann man mal machen.
Ah, Rohr muss ich noch gucken. Rohr muss ich unbedingt noch gucken. Der Priester, naja, das ist was. Was soll das? Weg damit. Koga hat auch nichts Spannendes. Der startet mit 50. Hätte dann 65. Ja gut, machen wir. Machen wir. Ab dafür. So. König Rohan. Du hast ein bisschen was zum Leveln. Genau. Du hast hier ein Schwert, das startet mit 44 und wir haben hier Stufe 5 und haben in der Stufe 5 58. Ich schätze mal, das wird besser sein. Ja. Also zurück. Das hier ist meine Ausrüstung. Dann leveln wir einfach einmal durch. Leveln wir einmal den Königs-Zweihänder einfach durch. So. Ab dafür. Okay. Aber das heißt, wir haben jetzt doch noch einige Missionen dazu bekommen. Es ist doch noch nicht so schnell Finalzeit. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Heißt aber auch für mich, ich kann jetzt erstmal in Ruhe diesen Part beenden. Kann jetzt alles hochladen, was ich gerade aufgenommen habe in dieser... Keine Ahnung, waren es jetzt 5 oder 6 Parts? Auf jeden Fall war es jetzt erstmal wieder einiges, was ich aufgenommen habe. Und ja, damit schließen wir erstmal wieder ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.